Ich habe Star Wars erfunden, weil ich eine Geschichte erzählen wollte, die die Leute mitreißt. Du musst dich mit der Macht vertraut machen. Es sollte leicht zugänglich sein und ich habe mich an dem Samstagsvormittagsprogramm aus den 30er Jahren orientiert. Faszinierend für mich daran war, dass man manchmal erst zur Mitte der Geschichte einstieg und nie den Anfang oder das Ende zu sehen bekam. Also habe ich mich entschieden, einen Film zu machen, bei dem man in der Mitte einsteigt und bis zum Ende dabei bleibt. Ich wurde von all den großen Filmemachern und Autoren unserer Zeit inspiriert. Als ich in der Filmhochschule war, entwickelte ich eine Faszination für japanische Filme von Kurosawa. Er war mein Held. Damals hatte er großen Einfluss auf meine Arbeit. Ich hatte zunächst Anthropologie studiert, einiges über Mythologie gelernt und landete schließlich beim Film. Ich konnte manche meiner früheren Studienerfahrungen nutzen, um einen Film wie diesen zu realisieren. Letztlich ist aber aus all diesen Dingen etwas völlig Neues entstanden, das Star Wars zu dem gemacht hat, was es heute ist. Seien Sie nicht allzu stolz auf Ihr technologisches Schreckgespenst. Die Fähigkeit, einen ganzen Planeten zu vernichten, ist nichts gegen die Stärke, die die Macht verleiht. Der erste Film war wirklich schwierig. Es war schmerzhaft, es war unerfreulich. Wir hatten nie genug Zeit oder Geld. Ständig mussten wir Kompromisse eingehen. Im Großen und Ganzen eine schwierige Erfahrung. Er hat wirklich Mut. Was haben wir davon, wenn er sich umbringen lässt? Ich hatte nicht im Geringsten erwartet, dass der Film erfolgreich wird. Ich denke, niemand glaubte das. Und ich war angenehm überrascht und sah die Chance, meine Situation zu verändern und mehr Kontrolle über meine Arbeit zu übernehmen. Ich war sowieso entschlossen, alle drei Filme zu machen. Das war von Anfang an meine Vision. Alles, was ich also tat, war, mich selbst zu schützen, damit ich tatsächlich diese drei Filme drehen konnte.